Ja, hallo liebe Camper, ich begrüße euch heute mal wieder bei Spitzreisemobile. Ja, wie neulich schon angekündigt, der große Niesmann Flair hier, machen wir ein extra Video mit drüber, weil er hat wirklich jede Menge Dinge mit eingebaut bekommen. Eine Spülmaschine von Bosch ist mit drin. Eine Vibro Safe Lock ist mit eingebaut worden mit Profinder. Es ist ein Easy Bike Fix mit eingebaut worden. Das Fahrzeug hat ein Multi Plus von Victron Energy mit drin. Es ist BioLite-System zur Wasserentkeimung mit eingebaut worden. Es ist eine Solaranlagenerweiterung mit verbaut worden. Es sind 400 Amperestunden Lithium-Batterie von CS-Batteries mit eingebaut worden. Es ist ein Victron Energy App-Batteriecomputer mit eingebaut worden. Und noch so ein paar Kleinigkeiten. Und das zeige ich euch jetzt mal. Hier hat der Jonas eine schöne Spülmaschine mit eingebaut. Da war vorher eine Schublade und jetzt hat er da wirklich die Schublade rausgenommen und hat die Spülmaschine eingepasst. Sieht ja wohl klasse aus, oder? Sauber hat er das gemacht. Das ist eine handelsübliche Bosch-Spülmaschine aus dem Haushaltsbereich. 230 Volt. Wie gesagt, das ist eine ganz handelsübliche Bosch-Maschine, Spülmaschine aus dem Haushaltsbereich für 230 Volt, die wir jetzt hier in die Nische mit eingepasst haben. Angeschlossen ist die an das ganz normale Wassersystem, an die normale Shorefloor-Wasserpumpe mit. Und wie gesagt, durch den großen Spannungswandler, der hier mit eingebaut ist, kann er diese Spülmaschine auch auf der grünen Wiese ganz normal betreiben. Ja, hier im Technikfach seht ihr noch sehr schön, haben wir noch BioLite-System mit eingebaut. Das ist ein Desinfektionsgerät, welches auch UVC-Strahlen das Wasser wirklich desinfiziert. Das Ganze ist mit an die Frischwasserpumpe angeschlossen. Hier sieht man sehr schön, hier kommt also die Hauptleitung vom Wassertank mit an, geht in den Filter mit rein, geht zur Wasserpumpe und direkt nach der Wasserpumpe geht es hier in den BioLite mit rein und hier oben wieder raus und dann geht es an die Wasserverteilung. Vorteil von diesem BioLite ist, das Ganze ist wartungsfrei, es ist chemiefrei, das ganze Gerät ist sehr kompakt und der Hersteller verspricht, dass Viren und Bakterien, das Ganze wird zu 99,9% abgetötet. Also richtig gute Geschichte für alle Leute, die viel im Ausland unterwegs sind, für unsere Marokko-Fahrer oder so, da die auf frisches, gutes Wasser angewiesen sind. Ja, dann haben wir die Solaranlage noch erweitert. Auf dem Fahrzeug selber waren insgesamt 240 Watt Module mit angebracht. Also sprich 2x 120 Watt. Was der absolute Hammer war, es war dieser Regler mit drin. Ein Regler für 50 Euro. Ja, es kam überhaupt gar keine Leistung mit raus. Verbaut waren ursprünglich drei große AGM-Batterien. Er hat immer Stromprobleme, hat nie funktioniert. Jetzt werden wieder einige sagen, oh, wie habt ihr denn hier Solaranlagenerweiterung gemacht? Das ist ja das, was ich jedes Mal sage. Wir sprechen vorher mit dem Kunden. Wir haben uns in diesem Fall entschieden, die alten Zellen zu lassen. Die sind nicht so top wie unsere neuen S-Module, die wir mitverbaut haben. Aber es ist besser wie gar nichts. Sie bringen schon ein bisschen Leistung. Wir haben das Ganze jetzt in einer Kombination zwischen Reihen- und Serienschaltung angeschlossen. Mit zwei Reglern. Das zeige ich euch nachher mal im Schaltkasten unten. Aber das ist ja das, was ich immer sage, das müssen wir wirklich, in jedem Einzelfall muss ich das mit dem Kunden besprechen, wie wir das machen. Wir hatten jetzt gestern am 1. März mit der Anlage hier 17 oder 18 Ampere Ladeleistung mit raus. Hätten wir jetzt diese alten Module hier nochmal erneuert, hätten wir ungefähr nochmal 3 Ampere mehr Leistung mit rausgebracht. Aber wie gesagt, mit dem Kunden ist das vorher besprochen, dass wir das so machen. Es geht ja auch immer um Geld, was wir damit in die Hand nehmen. Und von daher passt das. Ansonsten haben wir jetzt hier zusätzlich nochmal 360 Watt zusätzlich dazu nochmal mit aufgebaut. Insgesamt sind jetzt 5 Module auf dem Dach verbaut. Hier vorne sind 2x 120 Watt Module von uns mit aufgebaut worden. Man sieht auch recht schön, wenn ich das jetzt mal ins Verhältnis setze zu dem alten Modul, dass unser Modul wesentlich kompakter ist und hat trotzdem noch mehr Leistung. Und dann haben wir ganz da hinten in der Ecke
noch ein großes 190 Watt Modul mit aufgebaut. Ja, hier haben wir den Multiplus von Victron Energy mit verbaut. Was kann dieser schöne kleine blaue Kasten hier? Das ist also einmal ist das ein Batterieladegerät und ein Spannungswandler in einem. Das heißt, wenn ich auf der grünen Wiese stehe und brauche 230 Volt, dann erzeugt der hier aus der 12 Volt Batterien 230 Volt, reinrassiger Sinusstrom und das Ganze sogar bis zu 2,8 kW. Das ist sehr, sehr viel. Braucht man normalerweise nicht, aber hier in dem speziellen Fall wegen der Spülmaschine haben wir ihn mit eingesetzt. Und es ist ein Batterieladegerät mit vorhanden. Das heißt, wenn ich also irgendwo dann wieder auf dem Campingplatz stehe, schließe meinen Landstrom an, wird darüber die Batterie geladen. Er kann aber noch mehr. Und zwar ist hier eine sogenannte Landstrombegrenzung mit drin. Zeige ich euch gleich. Im Auto innen ist ein Bedienteil montiert. Und da kann ich begrenzen, wie viel Strom er von außen aufnimmt. Für was brauche ich das? Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in Italien bin und will die Klimaanlage betreiben, die relativ viel Strom aufnimmt, dann wird die mal kurzzeitig irgendwo um die 10 Ampere benötigen. Wenn aber der Campingplatz jetzt nur mit 6 Ampere abgesichert ist, wird auf dem Campingplatz die Sicherung rausfallen. Dann kann ich innen an dem Bedienteil die Stromaufnahme von außen begrenzen. Das heißt, dann nimmt der auch nur wirklich genau die 6 Ampere auf. Und die restlichen 4 Ampere, die dann noch fehlen, die nimmt er dann aus den Batterien und tut die über den Wandler mit einspeisen, so dass ich also die Klimaanlage betreiben kann. So, hier seht ihr jetzt das Bedienteil von dem Multiplus. Ich habe also hier einen Hebel, mit dem ich dein Gerät einschalten kann, ausschalten kann. Ich kann hier einstellen, ob ich nur laden will, ob ich auch oder ob nur Spannungswandlerbetrieb habe. Das kann ich hier drüber einstellen. Und hier seht ihr jetzt das Rädchen mit den 16 Ampere. Das heißt also in Deutschland, wenn ich auf einem normalen Platz stehe und schließe von außen den Landstrom an, lasse ich das auf 16 stehen, dann tut er auch vollen Strom, 16 Ampere, ganz normal weiterleiten. Stehe ich aber jetzt auf Plätze, die weniger abgesichert sind, dann kann ich das hier, wie ihr seht, stufenweise einstellen, so wie ich das gerade brauche. Beinhaltet, dass ihr einmal wissen müsst, wie der Platz, wo ihr steht, abgesichert ist. Und dann kann ich wirklich jede Spannung mit einstellen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wie jetzt hier, ich stelle dir jetzt mal 6 oder 9 Ampere ein und ich bräuchte jetzt 10 Ampere, dann würde er vollautomatisch das eine Ampere, was fehlt, über den Wandler aus den Batterien dazu schieben. Da merkt ihr gar nichts von. Also mir ist da auch kein anderes Gerät bekannt, außer von Victron Energy, dass das so kann. Ja, hier seht ihr mal die alten Batterien. Das waren AGM-Batterien von Bata. Da wiegt eine Batterie 46,5 Kilogramm. Im Fahrzeug selber waren insgesamt 3 Batterien mit verbaut. Wir haben jetzt hier von CS-Batteries die Deep C-Power Lithium-Batterien mit eingebaut. Und zwar mit 200 Ampere-Stunden pro Stück. Davon haben wir 2 Stück eingebaut. Und da wiegt tatsächlich eine Batterie 23 Kilo. Das heißt, 2 Lithium-Batterien haben das gleiche Gewicht wie eine AGM-Batterie. Da wir aber jetzt nur 2 Batterien haben, haben wir tatsächlich über 90 Kilogramm hier bei dem Auto gespart. Ich selbst bei so einem Auto und Wort, 90 Kilogramm einzusparen. Ja, hier oben sieht man mal sehr schön weiter die gesamte Zentralelektrik mit dem Multiplus. Links hier sehen wir die beiden Solarregler. Einmal einen Solarregler mit 30 Ampere und einen Solarregler mit 20 Ampere. Des Weiteren haben wir noch von Victron Energy die Batteriecomputer mit der App eingebaut. Das heißt, wir können also jetzt komplett per App die gesamte Elektrik überwachen. Ja, der Laurens macht hier nochmal Endcheck. Hier hat er jetzt nochmal die Victron App mit installiert. Guckt nochmal, ob alles funktioniert. Und halt die mal gerade hier in die Kamera, die App.
So, jetzt sieht man schön, genau, jetzt sieht man hier sehr schön die App und sieht, dass wir im Moment 97% die Batterie voll haben. Wir sehen die Batteriespannung hier. Wir sehen, dass wir im Moment nur 3,1 Ampere verbrauchen und dass wir noch ganze 4 Tage und 6 Stunden mit dem Verbrauch im Moment stehen könnten. Wir schmeißen mal gerade die Spülmaschine mal an und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. So, jetzt haben wir die Spülmaschine innen angeschmissen und die ist jetzt im Aufheizmodus. Und jetzt sieht man, wir nehmen 203 Ampere aus der Batterie heraus. Und daran sieht man, deswegen haben wir auch die CS-Batteries geholt, weil die ohne Probleme 200 Ampere auch abgeben können. Und wirklich diese enorme Leistung. Hier sieht man jetzt 2,5 kW, was der Wandler im Moment leistet, um die Spülmaschine aufzuheizen. Das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten und dann geht der Stromverbrauch auch wieder runter. Aber das ist schon eine tolle Sache. Ja, wie ihr seht, man kann also ein tolles, schickes Auto noch besser machen. Wie immer haben wir das alles mit dem Kunden besprochen, haben alle Details vorher geklärt und haben dann die Arbeit sauber und ordentlich umgesetzt. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Euer Ralf Schmitz von Schmitz Reisemobile.